Das verlängerte Tanzabenteuer ist nun endgültig vorbei. Let's Dance-Kandidatin Lulu Lewe musste sich bereits in der letzten Show vom Parkett verabschieden. Jetzt heißt es wieder Koffer packen. Es hat erneut nicht gereicht für Lulu Lewe, 32, bei Let's Dance. In der 10. Show der diesjährigen Staffel der RTL-Show wurde die Sängerin bereits zum zweiten Mal aus der Sendung gewählt. Sie sprang zuvor kurzfristig für Mark Keller, 59, ein, der gesundheitsbedingt absagen musste. Leider reichte am Ende die Kombination aus Jurypunkten und Zuschaueranrufen für Lulu und ihren Tanzpartner Massimo Sinato, 43, in der Musical-Nacht am Ende nicht aus. Damit stehen die besten 4 Kandidaten fest, die in der nächsten Woche um den Einzug ins Finale am 17. Mai kämpfen werden. Gabriel Kelly, 22, Jana Wosnitzer, 30, Detlef D. Soest, 53, und Ann-Kathrin Bendixen, 24, streiten sich um den Titel Dancing Star 2024. In der 10. Folge von Let's Dance kam es zuvor zu einer Weltpremiere. Unter dem Motto A Special Musical Night fand die Show außerhalb des gewohnten Studios im Kölner Musicaldome statt und dockte sich dabei an das momentan dort laufende Musical Moulin Rouge an. Wie Moderator Daniel Hartwig, 45, bereits in seiner Anmoderation betonte, würde an diesem Abend alles ein bisschen bunter und verrückter werden. Detlef D. Soest überzeugte als Drag Queen den Einstieg in den Tanzabend übernahmen Detlef D. Soest mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova, 37. Für ihren Auftritt tauschten die beiden die klassischen Rollen. Detlef absolvierte ihn im extravaganten Drag Queen Outfit, Ekaterina mit angeklebtem Schnurrbart. Mit ihrem wilden Charleston zu Edith Piaf's Milord sorgten sie bei der Jury durchgehend für Begeisterung. Jorge González, 56, lobte den Auftritt als sehr mutig und Joachim Jambi, 59, ergänzte, Ekaterina kann alles tragen. Am Ende holten sich die beiden 26 Punkte. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mark Keller kehrten Sängerin Lulu Lewe und Massimo Sinato nach ihrem Ausscheiden zurück. Die Bedingungen für ihren Auftritt waren denkbar schwierig. Nur 1,5 Tage hatten die beiden Zeit, um 2 Tänze einzustudieren. Mit ihrem Wiener Walzer zu La Complainte de la Butte von der französischen Sängerin Sass konnten die beiden trotz Massimos Idee, auf der großen Bühne große theatralische Bilder aufzufahren, die Jury jedoch nicht wirklich um den Finger wickeln und holten nur 23 Punkte.